Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Beim letzten Mal haben wir zum einen die Security-Mission gemacht, die endlich nun gelungen ist. Und dann wollte ich nochmal diese Mission, diese ganz schwere Mission bei Love Fist machen, wo man eben mit dem Wagen nicht in die Luft sprengen kann. Mit der Band da. Und ich muss das nochmal probieren, ja, es hilft ja nichts. Ich will es jetzt nochmal einen Versuch machen. Ansonsten mache ich nochmal die Fernsprecher-Mission, die hatte ich auch schon mal probiert. Das ist so der Plan, den ich jetzt habe hier für die Folge. Oh Mann. Aber letztes Mal, das war wieder so planlos von mir gewesen. Da könnte ich mich jetzt wieder in den Arsch speisen. Ich muss da schnell irgendwie eine Wendung finden und dann wieder die lange Straße wieder zurückfahren am besten. Das ist mein Plan, den ich jetzt habe. Weil das letzte Mal, das war etwas, planlos bin ich da auf dieses Gelände gefahren und dann up ins Wasser wieder rein. So wie ich meist immer bei einer Mission ende, im Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Dann halt noch einmal. Ja, kann man das nicht mal überspringen, also. Das nervt nämlich. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. Ja, Freunde, haltet euren Mund und ich lasse mich in Ruhe arbeiten. Dann kommt ihr auch sicher an, versprochen. So, jetzt erstmal auf die lange Straße kommen. Das ist erstmal wichtig jetzt. Okay, das habe ich erstmal geschafft. Ein Teilerfolg. Ja, ist gut, Mann. Wenn den ihr dummes Geschwätz mal ausstellen könnte. Schießt das Ganze, was die da sagen, keine Scheiße. Die sind eh drogenabhängig, die labern eh nur Scheiße. Daher. So, jetzt wenn da vorne das Gelände ist, dann muss ich irgendwo dann die Wände finden. Ansonsten schaffe ich es nicht und die ist die ganze Strecke nochmal zurückfahren. So nämlich. Und wenn das wieder nicht reicht, mache ich wieder so zurück. So nämlich, Freunde. So läuft das. Das habe ich schon mal geschafft. Jetzt ruhig bleiben, die Zeit rumkriegen. Super. Wo muss ich jetzt hin, Freunde? Ja, also. Puh, das war ja. Aber diesmal habe ich da die clevere Lösung gefunden, auf diesem Hof da so schnell wie möglich gewendet und dann die Bombe entschärft. Ja genau, und versau mir du es noch nicht, wenn jetzt noch die Karre in die Luft geflogen wäre. Das wär's ja jetzt noch.
Das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. So, da ist es doch schon. So, tschüss, meine Freunde. Musik im Video. Hat die Gamer jetzt was dagegen? Wir werden es später erst erfahren. Ja, ich hab's drauf, ich weiß. $8,000, ja, super. Na, was chillst du hier so? Da drin ist ein Konzert, geh da mal rein. So. Also, das hätten wir mal geschafft. Jetzt bin ich auch ein bisschen erleichtert. Und es gibt einen Anruf. Hello, Tommy. Yeah. Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Ach, nochmal Baker hat sich nochmal gemeldet. Halt. Hat ihm also auch Spaß gemacht, als Bodyguard zu spielen. Okay. So, jetzt brauche ich mal hier einen fahrbaren Untersatz. Und dann will ich noch meine Mission machen, ne? Also ich wollte noch mal die Fansprecher-Mission zumindest probieren. Ach, gib mir dein Bike. Dann halt nicht. Kann man hier reingehen? Nee, schade. Sah erst so aus, dass man hier reingehen kann. Gut. Was ist das hier? Ammunition? Was ist denn das für ein Laden? Ach, hier gibt es nur Leben oder was? Ein Laden mit Leben, ach so. Hä, was soll das denn darstellen? Disponary. Ach so, hier ist noch so eine Tablette. Ach, die will ich auch nicht aufnehmen. Ach, keine Ahnung, ist das eine Apotheke oder was? Italiano. Hä, keine Ahnung. Geil. Da drüben ist eine Pizza-Ecke, da gibt es jetzt mal was zum Essen noch. Ja. Ich habe Hunger nämlich, so. Möchte gerne was kaufen. Ja, genau, lauf durch die Glaswand. Oh. Hallo, ich möchte was kaufen gerne. Okay, ich bekomme wahrscheinlich nichts zu essen hier. Das finde ich sehr schade. Ich habe nämlich Hunger, egal. Hier kann man sich umziehen. Ja, ich hätte mal Bock mal wieder auf einen neuen Style, ne? Weil ich habe mich lange nicht mehr umgezogen. Hier Trainingsanzug, das hört sich gut an. Yeah. Jetzt mache ich so voll einen auf Sporttypen. So. Weil ich bin immer so ein Fan, wenn man mal von wechselnder Kleidung, sag ich mal. Jetzt hatte ich lange dieses T-Shirt mit Hose an. Jetzt ist mal an Zeit für einen chilligeren Look, ne? So, ich brauche immer noch ein Auto. Mensch, was mache ich für eine Scheiße hier eigentlich? Die letzte Mission ist schon 2-3 Minuten her und seitdem habe ich nichts gemacht hier. Gibt's ja nicht. Ah, Dankeschön. Krass, was so ein Bordstein alles bewirken kann, ne? Bin ich immer wieder verwundert. So,
zwei Hauptmissionen da. Aber ich wollte erstmal die Fansprecher-Mission machen, weil da habe ich auch nochmal so meine lieben Probleme. Ja. Oh. Weil dann wird man von Polizei gejagt und dann ist das und dann ist das und. Ach, das macht mich wahnsinnig. Was macht eine Polizei auf meinem Haus? Was habt ihr euch hier verloren? Das ist mein Haus hier. Ich will hier keine Polizei auf meinem Grundstück haben. Also sowas. So, jetzt wird noch schnell Rüstung hier im Keller geholt. Kommt die Polizei hier ins Haus oder was? Will mich auch noch persönlich abholen hier? Das könnt ihr vergessen. Gibt's auch eine Waffe umsonst, ne? Ach, zwei Waffen sogar. Alter, geil. Den anderen habe ich schon den gleichen Typ oder was? Das ist wahrscheinlich die dann hier, ne? Das ist wieder eine andere Schrotflinte oder was? Ach, egal. Die wird nicht besser sein, wie die ich euch auch hab, ne? So. Im Garten von mir gibt es übrigens noch ein kostenloses Scharfschützengewehr. Das ist ja auch nochmal ein Luxus. Also, ich habe immer noch den Polizeischen ziemlich verarschen, Mann. Hier überall liegt hier Leben. Oh, ein Tigerteppich. Dinner for One lässt grüßen. So. Ach, jetzt gehe ich einfach raus hier. Was soll denn hier passieren? Die werden mich schon nicht auf meinem Grundstück festnehmen. Wird schon gleich wieder weg sein, der Polizei stellen. Ich hoffe es zumindest. Hier gibt es übrigens, wie viel kostet ich, das interessiert mich jetzt gerade mal, wie viel das hier kostet. 20.000 nur. Weil da gibt es dann ja auch Missionen, aber ich habe ja gesagt, ich will das erst machen, wenn ich wirklich keine Hauptmission oder Nebenmission mehr auf dem Schirm habe, auf dem Radar. Von daher. So, zum Airport ging es ja hier hinten lang, ne? Ungefähr bin ich richtig. Ungefähr. Ihr entschuldigt mich gerade mal, ne? Weil es hier gibt noch mal eine wichtige Waffe, nämlich einen Raketenwerfer. Den brauche ich für die Mission bei Cornell, habe ich mich informiert, ja. Gut, ich hätte mir dann eh noch ein paar Munition jetzt außerhalb von meiner Aufnahme geholt, aber wo ich jetzt schon mal hier bin, kann ich mir ja mitnehmen. Unabhängig davon, ob ich die Mission jetzt natürlich schaffe hier. Ich vermute nämlich, dass ich es nicht wieder schaffe hier. Ah. Vor allem, ich muss gleich den richtigen Weg hier rausfinden, weil hier kommen dann ja diese anderen Wagen da raus und wollen mich auch noch kaputt ballern. Oh, das ist ja die Schwierigkeit bei der Mission, das drumherum eigentlich nicht. Aber erst die Flucht, die wird dann schwierig. Die Flucht wird schwierig dann. Und ich brauche vor allem ein neues Auto, das nicht mehr so brennt dann, ne? Aber du bleib mal stehen hier. Das muss so bereitstellen, dass ich dann hier gleich abhauen kann. So.
So, dann sind meine Waffen noch da draußen, gut so. Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. Must kill that person. Retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Okay. Alles klar. Erstmal das Gewehr holen. Hallo junge Dame. Lalalala. Ja, ich hab's verstanden. Ich gehe die Rolltreiber erstmal hier hoch. Suche mir eine geeignete Position. Ah fuck, ich bin zu nah dran. Hä, wo sind die denn? Ah, so. Hallo, treff doch mal. So, jetzt schnell fort hier. Wo sind meine Waffen schon wieder? Ich werde wahnsinnig. Warum liegen die jetzt hier? Eben lagen die noch woanders. Mein Auto ist auch weg, super. Komm, 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 komm. So. Jetzt bloß den richtigen Weg finden. Ja, super. Ja, super, ich hab verkackt, ey. Muss hier mal weg, ey. Oh, die scheiß Waffen, Alter. Komm. Ja, genau, und halt dich an dem Geländer noch fest, Mann. Hallo. Komm. Ja, es ist doch gut, ich hab's doch verstanden, Mann. Meine Fresse. Wo sind die denn alle? Stehen die an jeder Ecke, Mann? Da ist ein Paint Spray. Paint Spray, ich hab dich gesehen. Dann bin ich schon mindestens die Bullen schon mal los. Komm. Ja, da sind doch die Herren da, ja, die habe ich noch am Backen. Boah. Ja, genau, Alter. Haben sie wieder mein... Ja, ist doch gut, Mann. Alter, solche Mistkerle. Ja, toll. Mann. Ich beende die Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.